Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 4. Ja, und wir haben den Nathan und den Sam hier einfach stehen lassen. Dabei wusste ich gar nicht, ob das überhaupt so sinnvoll ist, weil wir müssen ja hier auf geheimer Mission jetzt erstmal eine Kellneruniform für den Sam finden. Und dann müssen wir noch das Licht ausmachen, damit wir halt dieses wertvolle Artefakt bekommen. Guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Okay, und das wird wahrscheinlich nicht so leicht. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Es wird wieder sehr viel Kletterarbeit. Okay. Gut, dass du in Form bist. Ja, das nenne ich schon gut in Form sein. Jo, danke schön. Na komm, weiter. Sully, komm aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Okay, hier ist wieder eine Tür, wo man nicht reinkommt. Sind wahrscheinlich alles Türen, wo man nicht reinkommt. Oh. Sind wir sogar in der Luft hochgesprungen. Sehr schön. Okay. Muss man mal ausgetestet haben. Wo ist denn jetzt der Sam schon wieder? Hallo? Von da sind wir gekommen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Da müssen wir hin. Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Was? Okay. Ich suche ja erstmal ein bisschen wieder rum. Einfach mal ein bisschen auf der Begrünung rumlatschen. So, und wir haben gerade gehört, Tür ist verschlossen. Wir prüfen das natürlich nochmal. Hier ist schon wieder eine Leiter. Hallo? So. Sam, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Ja gut, dann hüpfe ich diesmal hoch. Kann ich ja auch mal machen. Okay. Hast du's? Vorsicht, Vorsicht! Oh. Guten Tag. Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Mensch, er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Aber wahrscheinlich in anderen Situationen, so, hoffe ich. Weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, der hat seine Uniform. Okay, ab in den Maschinenraum. Und wir kümmern uns jetzt weiterhin um den Strom. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, jetzt zurück in den Bau rein. Oh. Gar nicht. Sam, bist du da? Gar nicht mit gerechnet, dass ich hier hochkam. Sam? Ich wollte eigentlich ein bisschen... Sully? ...in der Gegend rumgucken. Toll. Aber hier scheint es weiterzugehen. Schon wieder ein bisschen die Orientierung verloren, in welche Richtung wir eigentlich müssen. Ich versuche mal diesen Leuchtturm da oder da. Da müssen wir hin. Sind wir jetzt hier hochgekommen oder? Ich
Guck mal einmal, ob es da weitergeht, weil da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Okay, aber hier durch die Mauer natürlich nicht. Und hier sind wir hergekommen. Nun gut, da muss es da ja wohl doch weitergehen, obwohl hier sehe ich noch so ein Gitter. Da könnten wir vielleicht auch hoch. Scheint mir richtiger. Und hier können wir gleich weiterklettern. So. Ja, da rum, Kollege. Da rum. Also das ist manchmal ein bisschen unverständlich. Okay. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste bald da sein. Naja, noch nicht so ganz. Müsste. Noch nicht so ganz. Können wir hier irgendwo ein Seil rüberwerfen? Da könnten wir rüberspringen, ob wir das wohl schaffen. Ja. Hier auch nochmal. Das sieht immer sowas von knapp aus. War ja auch relativ knapp schon bei mir. Aber noch läuft es. Vielleicht kommen wir doch schneller dahin, als ich gedacht habe. So nicht. Ich sollte sowas überhaupt nicht mehr sagen. Am besten sage ich es einfach gar nicht. Unfassbar. Also diese Knüppeldingerstangen sind nicht meins. Das war auch wieder sehr, sehr knapp. So, schwingen und rüber. Oh. Okay, das war so. Oh Mist! Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein. Dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Mhm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Mhm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ah. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Ich verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intarsiertes Holzkruzifix aus dem Kartnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe?
Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Ja, ich hüpfe hier so ein bisschen auf dem Dach oben. Der liebe Nate weiß noch nicht genau, dass es da noch mehr Schwierigkeiten gibt. Okay, Maschinenraum. Ich schaff das. Das war doch der alte Kollege, die haben noch zu dritt, wollten die das Kreuz doch holen. Und jetzt wissen wir auch, was aus dem geworden ist. Nicht, dass ich den vermisst hätte irgendwie spontan. Aber jetzt, wo er da ist, fiel mir das dann auch doch wieder ein. Wieso ist hier so eine Höhle, wenn hier nichts drin ist? Das ist ja gemein. So, und wir müssen wieder an Stangen klettern. Aber das sollten wir schaffen. Hm, vielleicht eine tiefer. Ich lasse mich mal fallen. Ohohoho. Gewagt, gewagt. Aber geschafft. So. Mann, warum nehme ich den Maschinenraum? Wie kommen wir weiter? Da ist eine Ecke. Noch eine Ecke, noch eine Ecke. Und wieder ein Stänkchen. Und ein halbes Stänkchen. Ja, das läuft ja. Darf ich wieder nicht so laut sagen, weil sonst stürzen sie gleich wieder ab. Das sieht immer so knapp aus. So. Wohin, wohin? Hm, vielleicht doch auf die andere Seite. So, das sieht besser aus. So, und das haben wir als Kind ja schon geübt. Mit den Rohren klettern. Schön, wenn das Bild nicht mitgeht. So, und hier können wir rein. Sehr gut. Okay, und da sind auch noch Wachmänner. Don, sì. Non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli elettrici. Così, vuoi dire di no? Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? So. Jetzt könnten wir runter. Mein Gott, er wird seine Kniescheiben auch im Alter mal spüren. Na bitte, wo zum Henker sind diese Schutzschalter? Und wie immer einmal kurz umgucken. Nicht zu sein scheint, also können wir... Nein, da so durch. Ah, großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gott verdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gerücht? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Da es keine weiteren Gebote gibt. Vertrau mir. Zum Ersten,
Zum Zweiten... Was halt's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Oh, oh. Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot... Keine Sorge, du bist im Nu da raus. Na, das hoffe ich. Ja, ja, wir beeilen uns. Wir beeilen uns. Okay, da kommen wir nicht durch. Was haben wir denn hier rumliegen? So, das Hemd sieht langsam ein bisschen sehr schmutzig aus. Aber da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ihr Gebot, Signore, bringt uns auf 150. Muss doch was sein. Schon. Hey Mann, ich krieg hier langsam zu viel. Ja, einen Moment. Ich such ja schon, Leute, ich such ja schon. Ja. Damit könnte es gehen. Mit viel Kraft, Gewalt und Liebe. So, und schon sind wir am Strom und können ihn abschalten, hoffentlich. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 200.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Zum Zweiten? Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Ja, das war eine Sekunde zu langsam, lieber Sully. Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Sparisci. Gut. Der ist sauer, der ist sauer. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Wir sind bei... Heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Alles klar. Irgendwas mit Scheinwerfer sollen wir hin. So, wir werden uns beeilen müssen. Ich glaube nicht, dass wir so locker easy da rauskommen. Oh, oh. Okay, bei Gefahr entdeckt zu werden, füllt sich der weiße die weiße Bedrohungsanzeige. Alles klar. Hm? Wenn sie gelb ist? Oh, gelb bedeutet, die Gegner untersuchen, was sie zu sehen geglaubt haben. Upsala. Halten Sie sich aus dem Sichtfeld von Gegnern heraus, um getarnt zu bleiben. Okay, wir... Wir hauen hier ein bisschen ab. Und der geht auch. Oh, oh, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Wir haben keine Waffen. Wir haben nichts. Wie sollen wir denn da rumkommen? Halleluja. Das wird ja lustig. Okay, die gucken die ganze Gegend ab. Wir könnten zu dem Turm da und dann da rum. Oh oh. Hm, die sehen sauer. Das wird knifflig. Das wird knifflig. Gott, da muss man ja auf mehrere hier aufpassen. Und hier rum. Schade. Komm, geh wieder, Fuzzi. Oh oh. So kann man es natürlich auch machen. Sehr gut. Sam. So. Das haben wir. Gleich da rüber zum nächsten Turm. Ob man das schafft. Versuchen es mal. Kannst du dich mal loslassen? Ich sehe nichts mehr.
Danke. So ein Vollidiot. So. Hier rum oder können wir nach unten? Müssen wir nach unten? Weil nach oben macht es doch gar keinen Sinn, oder? Oh. Offensichtlich müssen wir doch nach oben. Okay, das hätte man ja einmal irgendwie mal sagen können. Jetzt geh da rum. Ich weiß nicht, warum der da manchmal so Mucken macht. So. Dann halt hier rum. Da leuchtet einer. Ob wir da rüberkommen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Mit der Stange da vielleicht. Oh, alles gewagt, gewagt, gewagt. Und schnell darüber. Halleluja. So, weiter geht's. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Irgendwas mit Licht, hatte Sully gesagt. Da sind schon wieder welche. Vielleicht eventuell bis zu dem Erker da. Juhu. Okay, auch das wird wieder ein bisschen kniffliger. Warte lieber noch eine Runde Scheinwerfer ab. Aspetta. C'è qualcosa laggiù. Cos'è stato? Bitte komm nicht hier rum. Hey, trovato qualcosa? Niente, tutto a posto. Ich halte die ganze Zeit Luft an. Nee, Hinweis möchte ich noch nicht. Das wäre mir gerade zu einfach. So. Dann hier rüber. Ich muss da oben und mich umschauen. Merda. Se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Okay, den haben wir. Warten wir noch auf den anderen. So, den haben wir auch. Husa. Bin unterwegs. Schaffe mir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Ja, ja, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Die Frage ist halt, wo müssen wir direkt hin? Das wollte ich nicht.
gehen hier nochmal hoch. Hier war ja einigermaßen sicher. So, was ist mit darüber? Da hoch. Da hoch können wir. Ist nicht unbedingt sicher, der Plan. Aber wir müssen uns versuchen. Na komm schon. So. Meinen die das Licht da hinten? Dahin müssen wir. Da ist der Ballsaal. Vor die Einfahrt. Ist klar. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wir haben voll den Umweg genommen. Aber so funktioniert es. Da ist ein offenes Fenster, habe ich gerade gesehen. Okay. Alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Ja, aber vorher gucken wir uns natürlich ein wenig um. Und machen sündhaft teure Vasen kaputt. Das ist lustig. So. Ups. Schade, den können wir nicht umstoßen. Können wir die Vase wenigstens noch vom Tisch fegen? Nein. Leider nicht. So, meine Lieben. Aber ich glaube, hier sind wir einigermaßen sicher. Hoffe ich. Vermute ich einfach mal. Wir machen jetzt eine Aufnahmepause, weil wir schon wieder echt drüber sind. Das Spiel ist aber wirklich, es war jetzt so spannend. Es tut mir leid, wenn ich wenig gesagt habe. Ich war so hoch konzentriert, dass mich jetzt keiner entdeckt. Ist mir so ein bisschen dieses Quasseln vergangen. Es tut mir leid. So, aber bis zur nächsten Folge wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt mir wie immer gerne einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch gerne auf den Abo-Button klicken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.